Whirlpool. Guillotine trifft. Wichtig, wichtig. Im wichtigen Moment trifft Guillotine immer. So, kommt zurück zu Pokémon. Feuerrot Randomize Nuzlocke Challenge. Ja, Marvin hat mir hier ein schönes Portoli gefangen und ich triffe hier gerne mal im Kyogre. Okay, da gehe ich gleich mal raus. Und ich one-hitte das Vieh nicht mal. Crunch, weg mit dir. Oh, das ist mir auch zu stark. Erstmal raus. Hydro-Pumpe, erstmal heilen. Crunchen. Nicht sehr effektiv und One-Hit. Gefällt mir. Level 23 gefällt mir auch. Walreiser. Erstmal raus. Da sind nicht sehr effektiv gegen mich. Superfang. Ziehen wir erstmal die Hälfte ab. Und dann setzen wir die Spike-Kanne an. Die reicht zum Tweet. Dann haben wir wieder ein Kyogre hier. Gehen wir mal raus und Fire Blast macht er wieder. Dann mal den Shelling Sword. Der reicht jetzt bei Level 23. Genau. Ein Iglipuff. Boah, erstmal raus. Crunch. Und hin. So. Noch ein Walreiser. Erstmal raus. Ein Rocktomp. Die Attacke misst natürlich. Zweites Mal misst sie auch. Und weil es so schön war, gleich dreimal. Ne, beim dritten Mal trifft sie wenigstens. Dann sind wir jetzt eine hundertprozentige ein. Ein Igel-Lava gehen wir raus und setzen Crunch ein und die Triplette kippt mich bitte nicht. Danke. Das war glaube ich sogar sehr effektiv, weil ich da gelesen habe. Guillotine! Mist. Whirlpool. Guillotine trifft! Wichtig, wichtig! Im wichtigen Moment trifft Guillotine immer! Ich wäre jetzt für 4 Runden getrappt gewesen, also ich hätte mich auf jeden Fall gekillt. Huhu, das war wichtig. Guillotine trifft im wichtigen Moment. Und da gehe ich erstmal raus. Was auch immer das kann. Ja, ich kann wieder eine Feuerattacke. Und ich bin vergiftet. So, jetzt muss ich raus auf Amelia, weil sonst reckt mein anderes Vieh. Ich muss den Rocktomp treffen. Und dann reicht es, wenn Spike Cannon trifft. So, jetzt am besten natürlich nicht die Schritte abzählen, auch wenn juckt das. Einfach zurück, das müsste locker reichen. Vergiftet mich hier. Huh. So. Weiter hier. Crunch. Crunch war sehr effektiv. Komm, freeze mich nicht und mach sonst auch nichts mit mir. Botogel. Machen wir mal Bubble. Bubble reicht zum. Ja, 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 Guillotine. Ist klar. Guillotine triff ich, aber du nicht. Naja, gehen wir lieber raus. Da, der braucht auch ein bisschen Level. Der, ne, der schläft. Dann halt er. Crunch. Ein Zubiris. Lässt. Hey, ja, ein Zubiris teleportiert ja mal weg. Juckt mich ja nicht. Fury Swipes, okay.
Frozen? Dein Ernst? Dein Ernst? Das eine ist eingefroren, das andere schläft und das dritte ist unterlevelt. Also, ich gehe jetzt mal rein, bevor da noch so eine Scheiße irgendwie auftaucht. Wir wollen ja hier nochmal sicher gehen. Das ist ja eine Nuzlocke-Challenge. Also es ist vorbei, wenn er stirbt. Reicht das hier zu einem Turret? Nee. Ja, dann gehen wir raus. Nightshade, ja. Crunch. Okay. Polyrhythm 12 sieht mir noch ein bisschen zu stark aus für mich. Um ehrlich zu sein, war das jetzt auch nicht gerade gut. Nicht sehr tief. Ja, erstmal Synthese. Und crunchen. Und Igel Lava. Guillotine. Nee, trifft natürlich nicht. Dann geh halt raus. Und crunches. Perfekt. Noch so ein Polyrath. Weg. Bist mir zu stark. Level 12 ist mir zu viel. Und mal Reise Level 12 ist mir auch zu viel. Crunch. Okay, doch kein Crunch, dann halt. Smelling Salt. Kyogre, Guillotine. Yes! One hit KO! Bubble Beam, sehr wichtig. Weg mit Bubble. Jetzt haben wir Bubble Beam. Jetzt können wir hier mit ihm auch was anrichten. Na, dein Aurora-Strahl interessiert mich herzlich wenig. Dein Nightshade auch. Aber um kein Risiko einzugehen, einfach nach jedem Kampf heilen. Okay, dann den Kampf ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn es mir halt zu heikel wird, ich will ja nicht, dass mein Protoge stirbt. Ah, okay, dann halt ein Two-Hit-KO. Naja, mal gucken, vielleicht reicht jetzt ein One-Hit. Komm, komm. Ah, okay. Ja, schlaf ein. Fick dich. Ja, perfekt, es wacht nach einer Runde wieder auf. So gefällt mir mein Protoge. Ein Valrhaisa Bubble Beam. Ice Shade. Bubble Beam ist nicht sehr effektiv. Na, dann muss ich raus. Er bleibt mir nichts anderes übrig. Dann muss ich raus. Wenn das hier auf jeden Fall reicht. Level 16 müsste doch ein Bubble Beam. Steering ist sehr effektiv gegen mich. Erstmal heil gehen. Und nein, kein zweites Mal. So, wieder zurück. Du bist mir ernsthaft zu stark. Aber trainieren. Boho! Nee. Raus. Ah, Crunch Mist. Synthese. Bevor der noch ein Crit landet. Ja. Okay. Bubble Beam, bitte. Okay, ein 3-Hit müsste kein Problem. Ja, 3-Attack ist nicht sehr. Okay, der Hail erledigt das Ganze zum 2-Hit-KO sogar. Also, das wäre beinahe noch mein Route 3 Pokémon. Ja. KO gegangen. Das hätten wir nicht gerne gesehen. Super effective. Das gefällt mir schon eher. Oh, und gleich nochmal. Super effective. Komm nochmal.
Kyogre, okay, dann baue ich hier eine Guillotine. Baue eine Guillotine. Danke. Hat zwar jetzt ein bisschen gedauert, aber hat ja doch getroffen. Okay, ist kein Bedroher. Reicht aber trotzdem, weil sie ja nicht meine Special-Angriff senkt. Ja. Effekt Level 18. Kyogre. One-Hit-KO. Kyogre ist das einzige, wo ich meine Guillotine brauche. Oh, Kyogre. Wie viel Guillotine? Ah, ich habe nur noch eine Scheiße. Okay, jetzt bin ich Super Sonic. Hoffen, dass er sich selbst trifft und mit Bubble Beam ran. Es trappt mich wieder mit Whirlpool. Wie viel richtet? Oh, Tackle richtet ein bisschen mehr an. Ja, Crit. Danke. Muss raus, ich habe keine Guillotine mehr. Huh. Es ist noch am Leben, es ist noch am Leben, es ist noch am Leben. Und es ist schon Level 18, das heißt schon was. Das heißt, es überlebt schon einiges. Bubble Beam. Da brauche ich meine Guillotine. Die trifft aber eben heute nicht. Was ist heute los? Ah, danke. Dachte mir schon. Sind wir mein Guillotine-Skill los? Komm, zweimal hintereinander. Ja, warum nicht immer? Komm, ein drittes Kyogre, ein drittes Mal hintereinander. Okay. Gegen Portugi brauche ich keine Guillotine. So. Gegen dich wechsle ich aus. Vor dir habe ich Angst. Ich weiß nicht warum, aber vor dir habe ich Angst. So. Von dir auch, du kannst Hydro-Pumpe. Das ist sehr effektiv gegen mich und eine sehr starke Wasserattacke. Das wollte ich gar nicht. Das halt sogar einen Volt-Absorber. Das wusste ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Crunch ist zwar nicht sehr effektiv, aber es One-Hitted auf jeden Fall. Bubble Beam reicht. Bubble Beam reicht, glaube ich, nicht. Nee, reicht nicht. Das, ja, dann geh halt weg. So, dann levelt das hier noch ein bisschen. Trash. So. Das hier kann ich one-hitten. Bin ja schon Level 20, also das geht gut voran. Oh nice, D-Wing. Okay. Für das das sehr effektiv war. Ich gehe trotzdem heilen. Habe einfach Angst. Und so vergeht die Zeit auch schneller. Jetzt kann ich das Projekt dann schneller wieder übergeben. Bubble Beam. Und Bubble Beam. Direkt mit deinem Steel Wing. Bubble Beam. Oh, Fury Swipe. Nicht sehr tief gegen mich. So. Bubble Beam. Bubble Beam. Level 21. Ein Level noch. Warte, davor gehen wir heilen. So. Und. Ja, ich probiere, ich werde wieder nicht one-hitten, oder? Ne, teleportiert sie wieder weg. In Kyogre baue ich wieder meine Guillotine, die nicht trifft. Okay. Hat halt einen Angriff gebraucht, bis Guillotine trifft. So. Bubble Beam. Und Guillotine. So, One-Hit-KO. Und Guillotine.
Wie gesagt, trifft häufig, trifft meistens häufiger als eine 90%ige Attacke. Also ob das 30 oder 90% hat, das macht bei mir keinen Unterschied. Es trifft ungefähr gleich oft. So. Level 22 erreicht. Takedown. Also Risikotackle statt normaler Tackle. Statt normalem Tackle, ja. Wieso nicht? Risikotackle statt normalem Tackle. Bottle Beam. Tree Attack. Ja, paralysiere mich halt. Kann ich mich wieder nicht moven. Na, dann. Okay, ein Gegner geht trotzdem. Aber kein Ballreiser. Da musst du rein. Trash und weg. Du auch nicht mit deiner Hydro-Pumpe. Trash und weg. Perfekt. Ballreiser. Eigentlich würde ich gerne noch so ein lowes Pokémon kriegen. Noch. Trash und weg. Okay, Kyogre, Guillotine und weg. Guillotine und Miss. Oh. Oh, jetzt kann ich nicht move wegen meiner Paralyse. Gott sei Dank macht Risikotackle ein One-Hit-KO. Alter Schwede. Das war jetzt risikoreich. Fast wäre ja mein Protogel noch drauf gekriegt. Ja, nee. Weg da. Trash. Ah, bin Protogel. Bubble Beam. Delibird. Bubble Beam. Und Level 23. Bubble Beam müsste reichen. Reicht nicht. Paralysiert. Dieses Vieh ist schon etwas hartnäckig. Paralyse kann ich natürlich nicht an mir sitzen lassen. Ich weiß, der Part ist nicht sehr ansehnlich, aber es muss sein. Ich muss Protogi einfach zum stärksten Pokémon des Teams machen. So, Trash. Reicht ein Takedown? Nee. Trash. Auch nicht sehr effektiv, aber du bist weg. So, gegen dich reicht ein Bubble Beam. Es kann auch Hydro-Pumpe. Gott sei Dank bin ich schon so overlevelt. Um ein Kampf geht noch. Gegen ein Eagle Lava, danke. Das kannst du Tree Attack, aber das interessiert mich nicht. Takedown. So. Ein Level noch für Protogel. Dann gebe ich den Part wieder ab. Kyogre, geh weg. Der Guillotine da unten ist. Oh, was ist denn jetzt los? Die Routine will bei mir überhaupt nicht mehr. Fünfmal gemisst, okay. Muss ich jetzt One Hit mit Takedown? Okay, nachdem ich jetzt so geschwächt bin, gehen wir da gleich mal raus. Und Trash. Trash reicht nicht. Bin verwirrt raus. Crunch. Immer schön auf Safe spielen. So, ein bisschen geht noch.
Ja, genau dieses Vieh. So. Da haben wir ein Level 24. Ich sagte, wir haben ein Level 24. Okay. Mit dir haben wir bestimmt Level 24 Potori. Und dich war natürlich auch. Ha, greif mich halt an. Mein Takedown. Bubble Beam. Reicht wieder nicht. Und es burnt. Muss wieder raus. Ich will Portogel noch einleiten. Ich will Portogel 25. Komm, das reicht. What the fuck? Gott sei Dank eine Two-Time. Weg. Nie wieder gegen Polar Rift drin bleiben. Nie wieder. Nie. Nie wieder. Und geht das auch nicht. Trash. Okay, ein Protogel kann ich drin bleiben. Ja, Kyogre kann ich drin bleiben. Triff einmal wieder. Danke. Ich finde das so genial, in Kyogre einfach mal zu one-hitten. Sieht aber so genial aus. Ach komm. Nochmal. Ja, danke. Könnte das mal Takedown one-hitten? Ja, aber Guillotine sieht einfach genial aus. Wumm, letzter. 3 von 5 Mal. Eine gute Quote. Takedown. Reicht ein Takedown? Na, reicht. So, es ist Level 25. Das Overlevelste hier. Also das meistgelevelste hier. Wir haben zwar sonst nichts erreicht, aber ich finde den Part einfach genial. Und so übergebe ich ihn jetzt Marvin. Also, bis dann und auf Wiedersehen. So, willkommen zurück zur Endcard. Links in der Schrift könnte zum vorherigen Part, der auf Marios Kanal erschienen ist. In der Mitte könnt ihr mich natürlich abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja. Rechts könnt ihr zum nächsten Part auf Marios Kanal, sobald er erscheint, könnt ihr dort vorbeischauen. Ja, oben findet ihr natürlich meinen Zweitkanal, wem es interessiert. Und ja, sei mal in einer von den Rhymons. You cannot kill what is already death.